Hallöchen und willkommen hier zurück zu Subnautica. Und wir haben hier tatsächlich einen Höhlenbruch erlitten. Ich weiß noch nicht genau, wie es passiert ist. Auf alle Fälle scheint hier die Hütte gerade voll zu laufen. Man sieht es zwar aktuell nicht, aber ich schwimme gerade. Ich muss mich mal ein bisschen beeilen, glaube ich. Ich weiß nämlich nicht, was passiert, wenn die Hütte voll ist. Deswegen schnell mal hier die Hütte reparieren, einmal zuweisen hier. So, Das ist aber lustig, dass ich jetzt eigentlich hier unter Wasser bin, aber man sieht es nicht. Also man sieht es an den Luftblasen, klar. Aber okay, ja. Puh, ja, ich weiß nicht, was passiert ist. Ich bin hier gerade reingekommen vom Material sammeln und dann war auch immer die Hülle kaputt. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie versehentlich gegengehauen habe oder sowas. Keine Ahnung, auf alle Fälle. Naja, ist alles wieder in Ordnung. Das Farmen hat tatsächlich gar nicht so lange gedauert. Ich habe das Silbererz, was ich gebraucht habe, sehr schnell gefunden. Ich habe tatsächlich auch zweimal Gold gefunden, eine ganze Menge Salz, viel Quarz und sowas. Ja, hat sich auf alle Fälle gelohnt, der Ausflug. War schon mal sehr gut. Und das können wir erstmal wieder weglegen hier. Dann packen wir mal den Kram ein. Dann würde ich sagen, wir gucken mal, was wollte ich denn bauen? Diesen Fragment Analyzer, ne? So war das doch. Computerchip brauche ich noch. Okay, Computerchip können wir, glaube ich, schon bauen. Muss ich nochmal ganz kurz gucken, wegen den Zutaten. Computerchip, ah, da haben wir alles. So, wo stellen wir den denn am besten mal hin, dass er nicht im Weg rumsteht? Wahrscheinlich steht er überall im Weg rum. Vielleicht hier so in die Ecke oder sowas, keine Ahnung. Der ist ja relativ schmal, den können wir hier so hinbauen. Ja, können wir mal da rausgucken. Alles wunderbar, sehr schön, genauso wie es sein soll. Und jetzt können wir tatsächlich hier diese Fragmente reinballern, die wir ja schon gefunden haben. Ein paar sind es ja schon. Ich weiß nur ehrlich gesagt nicht, ob ich die jetzt auch erforschen muss. Ich gucke einfach mal. Das soll ich erstmal raus. Also hier habe ich auf alle Fälle noch was drin. Also hier diese Fragmente. Ah, hier steht so Fragment bei. Hier steht es natürlich nicht bei. Das können wir auf alle Fälle einmal loswerden. Ich glaube, ich habe es doppelt. Sieht ja gleich aus, genau. Nehmen wir noch irgendwas Schönes. Ja, hier ist auch noch ein Workbench-Fragment drin. Ich weiß nicht, wofür die Workbench ist. Denn ich glaube, die ist auch neu. Bin ich mir ziemlich sicher. So, wo steht denn hier der Fortschritt? Steht das hier irgendwo? Jetzt ehrlich gesagt keinen Fortschritt. Ich bin mir eigentlich sicher, dass ich den mal. Oh, Moment, ich glaube, da stand gerade irgendwas. Ah, hier steht's, alles klar. Ja, wenn man direkt hier oben drauf geht, dann kann man es benutzen. Und wenn man hier unten drauf geht, dann sieht man den Analysefortschritt sozusagen. Und es kann, ja, doch eine Weile dauern. Muss ich mal gucken, was ich denn inzwischen mache. Ich kann ja mal schon mal schauen, was ich denn noch so brauche. Beacon könnte ich mal noch bauen, vor allem zum Markieren von irgendwelchen Sachen. Ja, hier kann man ja irgendwelche Objekte, so wie Fische zum Beispiel, irgendwie ranholen. Allerdings, ja, das Dumme an der ganzen Sache ist, hier gibt es halt nicht so viele Fische in der Nähe. Die habe ich jetzt schon alle schon weggefuttert. Und von daher, ja, ich weiß nicht, wofür das ganze Zeug ist hier. Das müssen wir mal irgendwie rausfinden. Ich werde es einfach wahrscheinlich mal bauen. So, haben wir da irgendwas Schönes, was wir bauen können? Nee, offensichtlich nicht. Mal ganz kurz schauen, ob ich noch irgendwelche anderen Tools habe. Man
Hier vielleicht noch irgendwas. Naja, so ein Fabricator habe ich ja schon zwei Stück. Hier vielleicht mal noch so ein Schränkchen bauen, denn der Platz wird auf alle Fälle schon wieder ein bisschen knappig hier in den Schränken. Gerade wenn ich jetzt so hin und wieder mal auf Tour bin und ein bisschen was finde, dann möchte ich natürlich auch, dass ich hier alles verstauen kann. Auf alle Fälle möchte ich natürlich erstmal noch eine Scheibe bauen hier, ein Glasfenster. Und dann brauche ich zweimal Glas für. Nehmen wir mal ganz kurz hier ein bisschen Quarz mit, denn ich glaube, ich weiß nicht mehr, braucht man da zwei oder drei? Ja, drei natürlich, war ja klar. Und man bekommt natürlich auch nur einmal Dings für, einmal Glas. Ja, davon brauche ich auf jeden Fall auch eine ganze Menge für das komische, für die Cyclops, für das U-Boot. Also die Aussicht ist schon nicht verkehrt hier. Und ich denke mal, wenn wir tatsächlich irgendwo mal noch eine Basis bauen, die ja vielleicht ein bisschen tiefer liegt oder sowas, dann hat man eine richtig grandiose Aussicht und man hat vor allen Dingen auch gleich einen Ausgangspunkt für seine Forschungsreisen, wenn man unterwegs irgendwo rumtouren. Ist auf alle Fälle nicht das Problem. Hier kann man alles vollmüllen mit Schränken hier zum Beispiel noch. Passen noch bequem welche hin. Und hier auf alle Fälle auch noch welche. Also sollte auf alle Fälle genug Platz für Schränke sein. Hier auf alle Fälle noch ein Fenster rein. Und hier vielleicht auch noch. Muss ich mal gucken. Na, hier kann man noch Verstrebung reinbauen oder sowas. Müssen wir mal schauen. Oder vielleicht hier noch eine Verstrebung. Ja, ist auf alle Fälle noch eine Menge Platz zum Bauen. Wir können mal ganz kurz von draußen gucken, ob wir da irgendwie noch was haben. Und vielleicht können wir natürlich dann, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie weit der Patch ist, also wann der kommen soll, der nächste, mit den größeren Räumen sozusagen, wie groß die sind, was man an Platz benötigt und ja, also könnte man ja durchaus noch ein bisschen Platz sparen hier. Also man kann natürlich immer noch anbauen, klar, das geht immer. Aber es soll natürlich auch cool aussehen, dass man hier vorne vielleicht direkt an der Ecke hier vorne so eine Aussichtskuppel hat oder sowas. Oder tatsächlich dann eine neue Basis, ein bisschen weiter unten im Meer. Denn die hier ist ja gerade mal jetzt auf ja, 25 Meter ungefähr. Das ist nicht wirklich tief, also kann man auch relativ schnell auftauchen. Aber gerade wenn man dann mit U-Booten und sowas unterwegs ist, kann man dann durchaus auch mal weiter runter düsen im Wasser. Und dann macht es natürlich auch ein bisschen mehr Sinn, wenn man halt tatsächlich auch diese Verstrebungen reinbaut in die Basis. Ne? Das ist natürlich ganz wichtig, damit die Hüllenintegrität halt erhalten bleibt, dass die Hülle nicht zusammenbricht sozusagen, so wie vorn, dass man einen Wassereinbruch hat. Ich denke mal gerade, wenn man weiter unten baut, dann ist vermutlich, denke ich mal, so Energieversorgung ein Problem und auf jeden Fall könnte auch die Integrität der Hülle ein Problem sein. Das ist natürlich die Hüllenstärke, gerade durch den Wasserdruck weiter unten, so vielleicht auf 200 Meter oder sowas, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es halt schon nicht so ganz ohne ist. Aber das werden wir auf alle Fälle noch ausprobieren. Aber erstmal geht es daran, jetzt überhaupt erstmal ein U-Boot zu bauen, dass wir hier irgendwie mal ein bisschen seltenere Mineralien und sowas bekommen. Okay, das war schon mal Nummer 1. Jetzt brauchen wir hier das Ding. Das ist nämlich ein kleineres U-Boot, also irgend so ein Ding zum Reinsetzen, zum Rumdüsen. Ist jetzt nicht, also, naja, U-Boot würde ich jetzt vielleicht nicht nennen. Vielleicht, ich weiß nicht, wie das nennen soll, so ein Unterwassergleiter sozusagen, mit dem man halt, also passt man gerade alleine rein, man kann da nicht drin rumlaufen, man sitzt einfach nur drinnen und, ja, schwimmt im Meer rum, sozusagen. Und, ja, wie gesagt, also ich bin sehr gespannt, wo das noch alles hingeht hier mit dem Spiel. Das ist auf jeden Fall schon mal richtig cool vom Ansatz her, gefällt mir sehr, sehr gut und gerade mit den ganzen Sachen, die jetzt noch kommen sollen, ja, macht es auf alle Fälle noch Sinn, gerade noch jetzt viele neue Sachen auch auszuprobieren. Das macht auch eine ganze Menge Spaß, indem man halt einfach sagt, okay, jetzt, gerade mit dem Basisbau, das gab es ja vorher nicht, also da hätte ich mich schon ein bisschen schwer getan, glaube ich, mit dem Spiel, denn im Prinzip, man hatte ja gar keine großartige Chance, irgendwie was zu machen. Also, klar, man kann natürlich im Meer rumtauchen, man kann halt auch die Schiffe oder sonst was bauen, die U-Boote, aber im Prinzip hätte man halt alles in dieser kleinen Rettungskapsel lagern müssen und da ist halt einfach kein Platz drin. Man hat es am Anfang gesehen, in den ersten Episoden, da war halt überhaupt kein Platz, hat man diese ja, das kleine Schließfach oder was das war, hatte man, glaube ich, mit 20 Plätzen und das war es dann auch schon. Ansonsten hätte man Kisten reinbauen können, aber ist alles, naja, nicht so wirklich gut. Von daher ist es schon ziemlich cool, dass man jetzt so eine Basis bauen kann und vor allem ist es auch ziemlich cool, dass sie tatsächlich noch
richtig coole Ideen für Räume haben. Also was man also finden kann, so Forschungsräume und Erholungsräume mit irgendwie Freizeitgestaltungsmöglichkeiten und all sowas, keine Ahnung. Also da haben die schon richtig coole Ideen. Ich gucke mir gerne mal immer dieses, eine Roadmap ist es eigentlich nicht, aber so im Prinzip so den Tech Tree gibt es da, so die Ideen, die sie da haben und wo sie sich ungefähr gerade befinden. Das ist alles schon ziemlich cool gemacht. Kann ich nur jedem empfehlen, der sich für das Spiel interessiert, direkt mal beim Hersteller. Die haben da so ein Trello-Board, wo man halt direkt wirklich auch nachschauen kann, was sie gerade entwickeln, woran sie gerade bauen sozusagen. Die Brainstorming-Sessions, was da für Konzeptzeichnungen und sowas bei entstehen. Tatsächlich auch wirklich, zum Beispiel einfach nur auf Spielpapier oder sowas einfach mal hingekritzelt und sowas sieht man da halt. Einfach mal so Ideen sozusagen, die Entwickler haben. Und das finde ich halt ziemlich cool, wenn man gerade mal wirklich live bei der Entwicklung von dem Spiel mit dabei sein kann. Das ist halt ziemlich cool und man kann natürlich auch den entsprechenden Input geben. Ist alles offen, man kann da kommentieren, man kann da bewerten, was auch immer. Das ist auf jeden Fall ziemlich cool und genauso stellt man sich doch im Prinzip eine Entwicklung von einem Spiel vor. Ne? Nicht so einfach halt, wie es heutzutage halt viele Entwicklerstudios machen, die einfach im Prinzip ja ihr Ding durchziehen. Scheißegal, was die Community möchte. Hauptsache, es bringt Kohle irgendwie. Ne? Ist doch völlig egal, ob das Ding backverseucht ist ohne Ende. Ob es cool ist, Hauptsache, man hat es verkauft und man hat vorher entsprechend ja Werbung gemacht dafür. Sozusagen, dass ein Hype entsteht und dann ist die Enttäuschung groß, wenn das Spiel tatsächlich gar nicht so das ist, was man im Prinzip erwartet hat. Ne? Es ist halt leider Gottes auch nicht unbedingt eine unvoreingenommene Berichterstattung teilweise in den Zeitungen. Denn man sieht natürlich auch meistens gute Bewertungen in den Spielzeitschriften, die nicht immer der Realität entsprechen. Da hat einfach der Entwickler dann möchte nicht sagen, ein Handgeld drüber gereicht sozusagen oder halt, weiß ich nicht, keine Ahnung, für eine positive Bewertung. Und unabhängige Quellen sind da tatsächlich dann deutlich negativer, gerade auch wenn natürlich dann so viele Bugs auftauchen. Es ist natürlich auch nicht immer alles testbar, klar. Wenn halt der Entwickler halt sagt, okay, ihr habt eine Testversion hier irgendwie Zeitung XYZ oder hast du nicht gesehen, wenn die halt ein Testexemplar bekommen, dann ist natürlich klar, dass einiges noch nicht funktioniert, logisch, aber unter der Prämisse, dass es dass man halt tatsächlich dann auch die Fehler, die noch in den Versionen existieren, auch ausbügelt, gibt es dann meistens etwas bessere Bewertungen. Ist nicht immer so, aber es ist meistens so. Was dann tatsächlich in der Realität dabei rauskommt, ist eine ganz andere Frage. Aber wie gesagt, das ist hier bei den Entwicklern ein bisschen anders. Da kann man halt wirklich live miterleben, was denn so gerade los ist bei denen. Und das ist im Prinzip so, ich weiß gerade aktuell gar nicht, wie der Entwickler heißt. Müsste ich mal ganz scharf überlegen. Fällt mir spontan nicht ein, wie sie heißen. Auf jeden Fall ziemlich cool, was sie da so für Ideen haben, wo es hingeht mit dem Spiel. Und wenn die halt mal fertig sind, oder naja, was heißt fertig? Also fertig wird es wahrscheinlich nie, aber zumindest mal, wenn ein Großteil von dem Zeug implementiert ist, was sie aktuell noch im Plan haben, dann wird es bestimmt richtig cool. Ist ja nicht nur der Basisbau, der hier im Prinzip eine Rolle spielt, sondern halt wirklich auch, es gibt ja auch irgendwo hier schon eine Insel, die irgendwie hier betretbar ist, glaube ich. Und ich habe die aber noch nicht gefunden. Die werden wir auch bei jedem halt mal suchen gehen. So, das Ding auch noch untersuchen. Das können wir im Prinzip wegwerfen. Das andere Ding hier, das braucht man nicht mehr. Ich bin mal jetzt ganz kurz an der Wasseroberfläche. Denn ich möchte mal schauen, ob ich das jetzt schon bauen kann, dieses Dingens da hier. Ist auch geil, wenn man hier oben drauf steht, dass das ganze Ding wackelt. Ziemlich cool gemacht. So, was haben wir denn hier? Titanium dreimal, Powerzelle, Glas, Cover Ore. Das habe ich, glaube ich, alles zusammen. Glas, Powerzelle. Mal gucken, ob ich mir das alles merken kann. Ja, toll, bin ins Wasser gesprungen, habe schon vergessen, was ich brauche. Sehr schön. Also, ich glaube, ich brauche zweimal Glas, dreimal Titanium. Cover Ore. Cover Ore. Titanium dreimal. Glas brauche ich auf jeden Fall zweimal. Und was war es noch?
eine Power Cell. Habe ich da noch eine? Wahrscheinlich nicht. Ich brauche eine Batterie. Brauche ich sogar zwei Batterien für eine Power Cell. Und ich habe natürlich. Ah, hier habe ich, hier habe ich noch eine. Sehr schön, cool. Und dann stellen wir ein bisschen Glas bauen hier. So, dann bin ich jetzt tatsächlich mal gespannt. Und der Rechner rendert im Hintergrund immer noch. Sehr schön, aber das sind diese kleinen Mikrohuckler. Gedacht, der ist eigentlich schon mal fertig, aber naja, was soll's. Oh, jetzt habe ich es abgebaut. Das wollte ich natürlich nicht. So. Oh, das Ding können wir jetzt bauen. Sehr schön. Bin mal sehr gespannt. Ah, da oben bauen sie es zusammen. Das ist ja sehr cool. Ah, das ist ja richtig cool gemacht hier, dass die kleinen Viecher hier dann das Zeug dann zusammenschrauben da oben in der Luft. Und wir haben tatsächlich unser erstes kleines, ja, Unterwassergefährt, wo wir tatsächlich auch drinnen sitzen können. Ah, sehr cool. Und eine richtig coole Beleuchtung. Ah, ist das cool. Sehr schön. Oh. Ups. Ich glaube, ich habe gerade die Basis geschrottet. Ganz kurz schauen. Oh, hier läuft schon das Wasser rein. Schade. Ja, alles klar. Boah, hallo. Da habe ich aber ordentlich mitgenommen, das Ding. Ganz schnell mal reparieren hier das Zeug. So, man hat auf alle Fälle schon mal gemerkt, man sollte nicht unbedingt irgendwo gegen Dingebumsen hier hauen mit dem Ding. Ja, zum Glück läuft das Wasser dann immer wieder ab, das wird immer rausgepumpt hier. Naja, ein kleiner Unfall hier zwischendurch. Aber ich glaube, mit dem Ding können wir jetzt tatsächlich dann auch irgendwo draußen rumturnen. Hier in dem Pilzwald oder sowas, kommen wir, glaube ich, schon ein bisschen tiefer runter. So, schnell mal das Gold hier rausgepackt. Mal ein bisschen ausparken hier das Teil, damit das hier nicht irgendwie wieder schon mal gegen donnert hier gegen diese gegen das Leuchtsignal. Und hier brauche ich tatsächlich dann auch, wenn ich es richtig sehe, Energiezelle, um das Ding wieder aufzuladen. Aber das Gute ist, man kann mit dem Ding schon mal ein bisschen weiter runtertauchen. Ich weiß gar nicht, was jetzt die maximale Dingenskirchens hier ist. Die maximale Tiefe, mit der man dem Ding erreichen kann. Ohne, dass man hier irgendwie drauf geht. Zum Beispiel, indem man zerquetscht wird in dem ganzen, in dieser Sardinenbüchse hier. Aber die Beleuchtung finde ich auch ziemlich cool. Das ist schon deutlich besser als die Sieglight. Und man kommt natürlich auch weiter runter. Denke ich mal, auf alle Fälle auch schneller. Weil man verliert ja auch keine Luft drin. Sehr schön. Und ja. Damit soll es auch erstmal gewesen sein. Wir haben hier unser kleines U-Boot gebaut. Unser Mini-U-Boot und die Cyclops wird dann demnächst dran sein. Allerdings brauchen wir natürlich dann noch ein paar seltenere Zutaten. Lithium und so ein Kram. Müssen wir halt erstmal organisieren gehen. Und die Stasis Rifle ist halt auch jetzt erforscht. Sehr schön, können wir tatsächlich bauen. Allerdings muss ich jetzt zusehen, dass ich mal demnächst gleich ein bisschen Futter kriege. Nicht, dass ich verhungere. Mal ganz kurz hier das Dings wegwerfen. Das brauche ich nämlich nicht mehr. Das habe ich schon erforscht. Und ja, ich würde sagen, das soll es dann auch erstmal gewesen sein für die Episode. Wir haben ja doch schon ein bisschen was geschafft jetzt hier. Ein kleines Mini-U-Boot. Und beim nächsten Mal können wir dann vielleicht auch mal direkt ein bisschen im Pilzwald stöbern gehen. Und schauen mal, ob wir da vielleicht noch ein bisschen mehr Lithium oder Gold oder was auch mal finden, was da noch alles rumschwimmt sozusagen. Und dann bin ich mal sehr gespannt, ob wir dann tatsächlich die Cyclops irgendwann zeitnah fertig bekommen. Und ich denke mal, dass man mit der richtig weit runterkommt. Also was ich so gesehen habe, es gibt ja irgendwie einen Graben, der richtig tief ist, irgendwie um die 3000 Meter oder sowas, wo man runterschwimmen kann. Also da gibt es auf alle Fälle noch eine Menge zu sehen. Und
Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt. Schaltet beim nächsten Mal dann ein. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen. Dann könnt ihr live mit dabei sein, wie es hier weitergeht mit Subnautica. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen geruhsamen Tag hier. So unfreien, trockene Füße. Nicht so wie bei mir hier. So Wassereinbruch in der Wohnung sozusagen. Ne? Also, bis zum nächsten Mal. Einen schönen Tag und wir sehen uns. Ciao, ciao.